meinem Auto und mir war es ganz wichtig, dass wir keine, wir haben uns nicht interessiert an Exploitation, also wir wollten nicht zu blutrünstig sein. Wir glauben und ich bin der Überzeugung, dass die Wesensmerkmale eines Zombiefilms ganz woanders liegen. Was mich schon von klein auf an fasziniert hat in dem Genre, ist dieser Aspekt, dass Menschen andere Menschen angreifen in einer Situation von purer Anarchie und dass man sich verstecken muss, dass man sich überlegen muss, wie man überlebt in so einer Situation. Und natürlich auch der politische Aspekt als große Metapher war sehr interessant für uns. Und in erster Linie bei der Beschäftigung des Drehbuchs wollten wir nicht einen straighten Zombie-Film machen, sondern wir wollten einen Film machen über unsere Charaktere, über unsere Figuren. Also wer ist Michael? Was will Michael? Wir haben ihn, seine Figur ernst genommen. Wir wollten eine Geschichte erzählen, die in erster Linie funktioniert und unterhält, wo die Leute der Geschichte folgen können und haben uns sozusagen bedient mit den Elementen des Genres, des Subgenres, des Zombie-Films.